Hey Leute, ich habe eine Anfrage von einem Sponsor erhalten und viele von euch wissen schon, was das bedeutet, denn heute gibt es dementsprechend ein geiles Special-Video und wir werden heute nämlich hier auf Patreon-Account 100.000 Gems aufladen. In der letzten Folge sind wir schon gut vorangekommen, hatten da irgendwie 10.000 Gems aufgeladen, aber heute wird es komplett eskalieren. Im Shop sehen wir erstmal die ganzen neuen Angebote, die werden wir uns gleich kaufen. Und hier sehen wir die Juwelenangebote, 14.000 Gems für 100 Euro insgesamt. Werden wir damit heute 700 Euro ausgeben, da oben sehen wir mal die Anzeige, bisher mit 213 Euro. Wir erreichen heute also fast die 1.000-Euro-Marke. Ich würde sagen, wir legen damit los und kaufen, würde ich sagen, eigentlich zuallererst mal die Angebote. Die sind mega geil. An der Stelle, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, gerne Creator-Code JoJonas eintragen. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Angebot. Okay, das erste Angebot war nur zwei Tränke, aber das zweite Angebot sind 3 Millionen Gold. Und zwei Tränke. 3 Millionen Gold. Das ist schon mal absolut insane. Können wir gleich direkt nutzen, um die Mauern zu maxen? Oder komm, wir machen es direkt, ganz ehrlich, wenn wir schon dabei sind. So, denn wie wir sehen, von den letzten Folgen hat uns gerade noch Gold gefehlt. Und jetzt können wir in einem einzigen Zug die kompletten Mauern auf maximales Level bringen. Schon mal für das nächste Rathaus. Und sowieso allgemein wird uns heute einiges erwarten. Ich meine, wir haben einiges Neues. Ich bin noch nicht Rathaus 7 auf meinem Free-to-Play-Account. Wir werden mit dieser Folge heute nämlich unseren Free-to-Play-Account überholen. Bei dem wir übrigens auch bald Rathaus 7 erreichen werden, wenn es viele interessiert. Ne? Free-to-Play läuft ja auch weiter. Und damit haben wir jetzt erstmal die kompletten, ja, die kompletten Normax. Das ging sehr schnell. 1 Million Gold hat es gekostet. Unser letztes Angebot für 4 Euro ist ein Ressourcentrank, das geht, und ein Buch des Bauens. Das ist geil. Okay, und das bedeutet, wir haben jetzt hier alles gekauft und ich würde sagen, damit legen wir los und kommen zu den 100.000 Gems. Bevor wir das machen, ganz wichtig, natürlich das Ganze nicht zu Hause nachmachen. Das Ganze ist ja schon fast von der Richtung wie ein Trimax-Video. Normalerweise könnte ich mir sowas nicht leisten. Das Ganze wird, wie gesagt, durch den Sponsor ermöglicht. Ich würde sagen, wir legen los, 14.000 Gems. Nicht zu Hause nachmachen, wie gesagt. Es wird verrückt werden. Also sowas habe ich echt noch nie gemacht. Ich bin stark. Und wir haben die ersten 14.000 Gems. 23.000 damit. Ganz oben rechts seht ihr die Anzeige, wie viel wir insgesamt ausgegeben haben. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Oh, wir müssen jetzt schon bestätigen, um unabsichtliche Käufe zu verhindern. Ist das sinnvoll? Sollte halt ein Kind zu Hause nicht machen. Und damit haben wir 37.000 Gems. Wir sind jetzt bei über 50.000 Gems angekommen und mein Konto wurde gesperrt. Deswegen müssen wir jetzt über mein privates PayPal-Konto gehen. Probieren wir es. Oh mein Gott, es hat funktioniert, Alter. Es war so schwer. Wir haben es. 100.000 Gems, 107.000, um genau zu sein. Damit stecken auf diesem Account ist fast 1.000 Euro drauf. Und wir können heute Gebäude freischalten, die wir auf dem Free-to-Play-Account noch nicht haben. Wir werden jetzt eine ganze Menge ausgeben. Mal schauen, wie weit wir kommen werden. Auch mit dem nächsten Rathaus. Und ich würde sagen, an der Stelle erstmal vielen Dank an den Sponsor, der das Ganze heute ermöglicht hat. Ich habe schon immer Aufbau- und Strategiespiele geliebt. Und so bin ich auch im App Store auf Rise of Kingdoms gestoßen. Habe das auch einige Zeit gespielt. Und jetzt habe ich durch Zufall von genau denen eine Kooperationsanfrage bekommen. In Rise of Kingdoms müsst ihr euch für eine Kultur entscheiden und diese dann aufbauen, weiterentwickeln und zum Erfolg führen. Insgesamt könnt ihr aus 12 verschiedenen Kulturen aussuchen. Römer, Wikinger oder Deutschland zum Beispiel. Und mit dem neuen Update gibt es jetzt die 13. Zivilisation mit den Ägyptern. Damit bekommen wir auch zwei neue Anführer mit Imhotep und Thutmosis. Und bisher hatten wir auch schon Kleopatra und Ramses. Das Stadtdesign basiert auf der Geschichte der alten Ägypter. So finden wir Tempel, Pyramiden oder vieles aus ihrer Mythologie. Das Wichtigste ist aber der ganz besondere Bonus, den die Ägypter als Kultur haben. So könnt ihr Bogenschützen ausbilden und habt gleichzeitig beschleunigte Forschung und beschleunigte Aufbaugeschwindigkeit. Somit ist die Kultur der Ägypter perfekt für eine Free-to-Play-Challenge geeignet, so wie ich es zum Beispiel auch gerade in Clash of Clans mache, weil ihr sehr, sehr schnell vorankommen könnt. Zuletzt könnt ihr auch in Echtzeit gegen andere Allianzen kämpfen. So könnt ihr euch mit anderen Spielern zusammenschließen und 30 gegen 30 in einem großen Allianz-Battle gegeneinander antreten. Wenn auch ihr Rise of Kingdoms spielen wollt, könnt ihr es euch jetzt mit dem ersten Link in der Beschreibung herunterladen und mit diesem Code bekommt ihr dazu 200 Juwelen, 2 Silberschlüssel und einen goldenen Schlüssel. Viel Erfolg und viel Spaß im Spiel. Übrigens könnt ihr ab jetzt auch Rise of Kingdoms am PC spielen. Hier sind wir zum ersten Mal im Spiel drin, bauen hier einen Bauernhof und ihr seht das Ganze richtig geil in HD-Grafiken, bessere Grafik, größerer Screen und natürlich auch besser, ja, um allgemein eben eure Battles im Griff zu haben. Damit legen wir jetzt los. 107.000 Gems. Ich habe noch nicht ansatzweise schon mal so viele Juwelen in Clash of Clans gehabt. Ich würde sagen, wir legen los und beginnen jetzt hier ganz oben mit den Kanonen. Ihr wisst, was ansteht. Es wird gnadenlos aufgejammt. Wir haben noch richtig gute Forschung hier, sehe ich gerade. Wir versuchen eigentlich schon so ziemlich alles zu maxen. So. Ich glaube, so schnell habe ich die Forschung auch noch nie abgeschlossen. Mal schauen. Und sowieso, wenn wir schon so viel haben, würde ich eigentlich immer die Lager instant füllen. Das hat uns gerade, wie viel hat das umgerechnet gekostet? So 10 Euro. So, auf geht's. Ballon abgeschlossen. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut bei euch, aber es müsste einfach nicht passen. So, die ersten 2000 Gems sind weg. Und die Forschungen sind erledigt. So kann es auch gehen. Okay, hier sehen wir, was alles noch geht. Alter, wir kriegen gerade noch Kobold. Geil. Okay, erstmal die Kaserne. So, zack. Einmal hoch. Dann haben wir hier die nächste Kaserne. Die Kanone meine ich, sorry. Zack, auch hoch. Die Luft, da werden wir sehen. Boah, das Gold ist schon fast wieder weg. Das gibt's doch gar nicht. Was mache ich jetzt? Also wir sehen, die Luftabwehr, die funktioniert noch. Zack, die ist hoch. Die Riesenbombe können wir auch direkt hoch machen. Aber
viel mehr geht jetzt auch wieder gar nicht. Wir müssen schon wieder Ressourcen. Habe ich vielleicht noch irgendwas übrig, dass wir wenigstens noch ein bisschen... Ah, sehr geil. Dass wir wenigstens ein bisschen was hier nutzen können. Aber es reicht nicht aus, oder wie? Okay, Armeelager. 3 Stück. Das ist halt auch krank, ne? Zack, einmal hoch wieder. Und die anderen, wir brauchen wieder mehr, ja, Ressourcen. Also bitte in die Kommentare schreiben. Vielleicht bin ich auch unfassbar dumm, ich kann das irgendwie günstiger machen. Ich weiß aber nicht wie. Also ich glaube, mir führt kein Weg drum rum, dass ich die Lager die ganze Zeit auffüllen muss. Natürlich könnte ich jetzt hier auch irgendwie angreifen. Aber wenn ich einmal so gnadenlos reinpaye wie heute, dann will ich, dass es auch einfach aufchillen. So, da haben wir es alles am Armeelager Level 6. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum spannenden Teil. Denn jetzt kommen wir zum nächsten Rathaus zu den neuen Gebäuden und neuen Truppen. So, und damit kommen wir zum nächsten Rathaus noch vor dem Free-to-Play-Account. Das ist halt echt irgendwie ein bisschen schmerzhaft. Wir haben Tessa, Barbarenkönig vor allem, Dunkler Bohrer. All das werden wir freischalten. Das ist auch mit das spannendste Level, das ich mir extra hier für die Folge ausgesucht habe. 1 Million. Und jetzt heißt es 200 Gems gerade mal. Ist voll billig. Zack. Und damit, lol, einige Belohnungen. Wir kriegen direkt den Pass. Wir kriegen direkt den Pass, soweit ich weiß, stimmt. Und damit sind wir auf der nächsten Rathausstufe. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir kriegen erstmal einen 4-Tages-Schub. Fett. Mehr Sterne, also Sterne-Boost, alles mögliche. Ihr kennt es, die Ressourcen werden auch geboostet. Und hier haben wir jetzt vor allem direkt den Pass. Den haben wir erst ab Rathaus 7. Richtig geil. Okay, ich würde sagen, wir müssen uns den Pass holen. Auf geht's. Und damit, Alter, das ist sau laut. Haben wir auch den Pass? Wie geil. Das heißt, wir können hier eine ganze Menge auf Dauer einsammeln. Ich würde es jetzt nicht direkt aufjammen, weil zumindest hier den Spaß, dass wir die Herausforderung machen, will ich mir jetzt erstmal aufheben. Aber ich würde sagen... Wir legen los. Okay, neues Rathaus. Was machen wir als erstes? Wir gehen erstmal in den Shop und schauen uns an. Oh mein Gott. Wir kriegen einen Level 5 Barbarenkönig. Wir kriegen einen Level 3 Tesla im Buch. Okay, das müssen wir uns kaufen. Und damit können wir zum allerersten Mal unseren ersten, wie heißt das überhaupt? Helden, ne? Genau, in Clash Royale sind Champions in Clash of Clans sind es Helden. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Plus ein Level sogar. Übel geil. Den werden wir direkt gleich testen. Barbarenkönig Level 5 freigeschaltet. Und auch ein Tesla direkt oben drauf. Ist auch der allererste Tesla. Den hatten wir davor auch nicht. Es ist so geil. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir irgendwas setzen müssen, wir müssen den Barbarenkönig testen. Ich will es unbedingt machen. Boah, die Trainings auch. Die werden wir jetzt aber aufheben, würde ich sagen. Werden wir mal eine ganz normale Folge machen, wo wir auch dann eher die Ressourcen farmen. Okay, ich habe jetzt extra so eine richtig schlechte Base rausgesucht. Einfach, dass wir jetzt nur einmal uns anschauen können, was der Barbarenkönig drauf hat. Okay. Also wir sehen, er ist absolut riesig. Wir können natürlich jetzt auch noch supporten. Können wir auch Heilerin hinten dran bringen? Das ist geil. Oh mein Gott. Und das Krasse bei den Helden ist, weil es nicht weiß, wir können eine Fähigkeit zünden. Und dann kommen da ganz viele Barbaren nochmal oben drauf raus. Und er kann auch, glaube ich, kurz nicht angezündet werden. Okay, so wir sehen schon, Barbarenkönig macht hier seinen Job, kann hier absolut reintanken. Und hinten dran können wir auch noch unsere Truppen eigentlich spammen. Stimmt. Oh, ich habe ihn gezündet. Ich wollte gar nicht. Egal, wir sehen es. Hier. Ne? Er wird wütend. Die Barbaren werden auch wütend. Und da spawnen einige Barbaren um sich rum. Ich glaube, die Fähigkeit wird dann erst mit Level 5 freigeschaltet. Aber die haben wir automatisch geboostet wegen unserem Rathaus. Und das ist echt eine Ansage. Der Barbarenkönig hat fast volles Leben. Das ist ein Riesentank, den wir auch nutzen können, um irgendwie Truppen da hinten dran zu stacken. Wir haben noch keinen guten Tank aktuell, außer die Riesen halt. Wir haben keinen Golem oder sonst was. Das ist krank. Und damit haben wir 3 Sterne. Absolut geil. Und ich würde sagen, das war erst der Anfang. Wir schalten so viel noch frei auf dieser Höhe. Denn wir machen direkt weiter. WTF. Ich wollte eigentlich sagen, mit den ganzen Gebäuden, aber wir haben wieder Angebote. Rune des Goldes, Universalbuch und Mauerringe. Absolut geil wieder. Die Mauern würde ich aber sagen, gehen wir eher zum Schluss an, weil wir das Gold jetzt eher nicht auf die Mauern wasten wollen. Und das zweite Angebot ist noch krasser. 6 Millionen. 6 Millionen Elixier und Buch der Helden. Was ist das? Kann wahrscheinlich Helden upgraden, ne? Und damit kriegen wir 6 Millionen Elixier. Das ist absolut krank. Ich würde sagen, wir gehen jetzt endlich in den Shop und legen los mit den Armeen. Oder wir brauchen erstmal Platz. Okay, ganz kurz. Ich mache einen Cut und mache hier ein bisschen Platz erstmal für die Hindernisse. Wir moven hier alles weg erstmal. Okay, wir starten der Reihenfolge nach zuerst mit dem langweiligsten, sage ich mal. Mit den Bomben, also mit den Fallen. Wir kriegen 2 Bomben. Die können wir auch eigentlich mal direkt... Komm, ich würde sagen, komm, die hauen wir direkt alle auf die Level... Auf maximales Level. Okay, nee, wir haben kein Gold mehr. So, dass es nicht langweilig wird. Auf geht's. 1000 Gems. Lager sind wieder voll. Und das Dunkle auch direkt füllen. Ich weiß nicht, ob man jetzt Gems sparen würde, wenn wir die Lager upgraden würden. Wahrscheinlich. Müssen wir gleich mal schauen. So, Bomben. Zack. Einmal komplett hoch. Level 4. Ist, glaube ich, das Höchste, hoffe ich mal. Genau. Zack. Und die andere ist auch direkt Level 4. Aber das Gold geht schon gut weg, auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Wir haben eine weitere Riesenbombe. Das ist noch relativ langweilig. Die können wir vielleicht auch mal direkt upgraden, by the way. Oder? Zack, ja, sehr geil, auch direkt Level 2, next, perfekt. So, nächste Falle, was haben wir noch? Wir haben noch eine suchende Luftmine, die ist sehr krass, die ist vor allem sehr gut gegen Drachen. Zu denen kommen wir auch noch heute. Okay, als nächstes die Verteidigung, was? Also, kann es sein, dass Rathaus 7 so ziemlich das krasseste von den Steigerungen ist an neuen Gebäuden, das ist krank. Und wir haben ja noch ganz, wir haben 120.000 noch, aber es reicht nicht ganz, egal. So, was wir jetzt machen,
Ja, Querreihe, perfekt. So, wir. Ja, komm. Ich übertreibe jetzt nicht so. Wir machen ein bisschen. Also zumindest Steine, das ein bisschen schon geupgradet ist. Komm. Ansonsten haben wir noch eine Kanone. Komm, 10 Sekunden. Wofür sind wir pay to win? Die geht direkt einmal. Zumindest auf das Ex. Ja, auf das exakt gleiche Level hoch, würde ich sagen. Zack. Level 5. Level 6 die Kanone und Level 7, dann auf dem gleichen Level zumindest wie die anderen erstmal, würde ich sagen, weil die nächste Stufe ist auch echt teuer. Und wir haben direkt noch eine Kanone. Das kann nicht wahr, also das ist so dumm, ne? So, ein Gem, zack, einmal hoch. Oh mein Gott, ey. Okay, Kanone Level 4, Kanone Level 5 und damit haben wir sie maxed. 100.000 Gems haben wir noch übrig, 101.000. Das ist so krank, wie viel wir ausgegeben haben erst. Als nächstes auf den Bogenschützenturm, wir machen es mal einige aufeinander, würde ich sagen. So, direkt den Minenwerfer, dass wir direkt nebeneinander sehen, was wir alles neu haben. Wir haben die Luftabwehr dann auch neu und haben wir zwei Teslas? Okay, das ist krank. Zwei Teslas sehen wir, also den ersten haben wir noch hier stehen. Da würde ich sagen, ziehen wir die auch einmal hoch. So, den Bogenschützenturm zuerst. Das wird normalerweise nicht gehen, das ist halt heftig, ne? Level 4. Aber welches Level geht der überhaupt? Komm, wir machen den Bogenschützenturm jetzt mal Max, einfach. Wobei, nee, es wird doch ein bisschen teuer, komm, übertreiben wir jetzt mal nicht. Da den Minenwerfer fertig. Wir machen es, komm, die lassen wir jetzt mal so stehen. Man kann es nicht alles direkt maxen. Wir wollen erstmal schauen, was wir alles haben. 101.000 Gems haben wir eh noch. Dann hatte ich ja eh schon angesprochen, ich glaube, wir sollten mal die Lager zuallererst ganz kurz maxen. Weil das Ding ist, ich glaube, wir werden ein paar Gems sparen, wenn wir die maxed haben, wenn wir die wieder auffüllen. Das Problem ist nur, die sind wieder zu teuer hier, die Elixierlager. Das bedeutet, um die Elixierlager. Okay, machen wir nicht, vielleicht nicht ganz so viele. Füllen wir mal irgendwie um 10%. Das sollte ausreichen, genau. Zack. War wahrscheinlich jetzt dumm von mir, aber ist egal. Und jetzt hier einmal das Elixierlager, 5 Gems, genau. Zack. Und damit können wir jetzt statt 2,4 Millionen lagern. Und das heißt, wir machen das jetzt hier: 1400 Gems. Ich denke, es ist günstiger im Verhältnis, oder? Ich denke es. Umso größer die Lager, umso besser ist es für uns. 4 Millionen. Geil. Okay, als nächstes haben wir die... Oh, das ist geil. Als nächstes haben wir nämlich die Ressourcen. Wir haben erstmal den dunklen Bohrer. So, der ist unfassbar wichtig. Der muss auf jeden Fall max. Da kommen wir nicht drum rum. Der geht Level 3 direkt. Weil wir brauchen auch, wenn wir dann wieder offline gehen, ne, umso mehr dunkles Elixier. Mit dem dunklen Bohrer natürlich... Bohrer. Mit dem dunklen Bohrer natürlich auch den... Oh mein Gott, nein, nicht das Buch des Blauens, bitte. Bitte das Lager für dunkles Elixier auch direkt auf maximalen Level. Und das heißt... Ja, ist eigentlich entspannt. Da würde ich sagen, wenn wir es jetzt schon haben... Müssen wir eigentlich auch das Lager... Können wir auch dunkles Elixier? Ja, können wir. 800 Gems. Geht sogar vom Preis. 17.000 dunkles. Alter, das ist so krank. Aber das Elixier geht langsam. Komm, einmal müssen wir... Komm, einmal muss es sein. Einmal einfach für das Bild. Zack. Alle Lager komplett voll. 4 Millionen von beidem. Okay, kommen wir zum Armeelager erstmal. Armeelager maxed. Ich würde sagen, auch als allererstes, wenn wir jetzt eh gerade schon dabei sind, Armeelager sind eh wichtig. So, Level 4. Und Level 5 geht noch höher. Level... Okay, das hatten wir gerade eben schon. Ist es schon maxed? Ja. Ich glaube, die anderen sind sowieso noch Max von der letzten Stufe. Die gehen eh nicht höher, Level 7. Ja, erster Rathaus. 9! Also noch zwei Rathäuser höher. Okay, das ist krass. So, machen sie hier der Reihenfolge nach. Wir kommen zuerst zur Kaserne. Die ziehen wir einmal kurz auf das Level... Nein, bitte nicht. Ziehen wir einmal kurz auf das Level... Nein! So, waren wir hier. Die ziehen wir einmal ganz kurz auf das Level der anderen Kasernen. Oder machen wir erstmal die dunkle Kaserne. So, zack. Einmal hier alles hoch, bitte. Es ist so krank. Okay. So, einmal noch die Heilerin. Ey, 10.000 Gems sind damit schon weg, ne? So, die dunkle Kaserne. Da haben wir sie. Dunkle Kaserne. Ich würde sagen, direkt beenden. Können wir die verbessern? Wir können die auch direkt verbessern. Wie geil. Das ist krass. Okay, das heißt, welche Truppen haben wir? Kilakai und Schweinereiter. Den Schweinereiter kriegen wir sogar günstiger, sehe ich. Dann würde ich doch sagen, wir müssen es einmal testen. Auf geht's, Leute. Ihr wisst, was es kommt. Wir machen einen Angriff. Können wir das hier so drücken? Ja, sehr geil. So, 70 Gems. Machen einen Angriff. Alter, das sieht so geil aus. Oh mein Gott, das... Ich will aber eine Folge machen, wo wir so geile Angriffe machen. Und bevor wir in den Angriff gehen, Labor. Können wir nämlich direkt upgraden. Und dann haben wir diesen Boost, dass wir dann, soweit ich weiß, alles auch direkt geboostet kriegen auf maximales Level. Also passt es sowieso wegen dem Rathaus. Leute, ich habe keine Ahnung, was dumm ist. Ich habe noch nie Schweinereiter gefüllt getestet. Komm, auf geht's. Ich habe immer auf meinem Hauptaccount auch ohne Schweinereiter gespielt. Ich weiß nicht, ob die stark sind. Aber es sieht absolut... Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Okay, schaut euch das an. Jetzt hier einfach Heal. Heal. Dann droppen wir hinten den Barbarenkönig und hier die anderen Truppen schon mal. Alter, das ist viel zu laut. Das ist ganz schlimm. Oh mein Gott. Sekunde. Okay, ticken leiser. Wie gut ist... Habe ich jetzt zwei Heals? Egal. Schaut euch das an. Also, wer es nicht weiß, Hawks springen über die Wände und fokussen nur Gebäude. Und die sind auch geboostet. Also, ihr seht, es ist komplett... Es ist viel zu laut auf meinen Kopfhörern gerade. Es ist komplette Zerstörung. Das war's, oder? Die Bomben bringen auch... Oh, okay, die Bomben bringen doch was. Aber schaut euch das an. Allein der Schaden. Also das ist... Ey, da werden wir noch so viel Spaß mit haben. Jetzt sind wir Barbarenkönig noch zünden. Oh, der kämpft gegen einen anderen. Oh, schafft er das überhaupt? Sekunde. 1 gegen 1.
Die Barbaren helfen natürlich jetzt ein bisschen, aber trotzdem ist egal. Der schafft das eins. Oh mein Gott, das ist so gut. Also ohne Witz, wir sehen es auch hier mal. Also Schweinereiter, hier wie die auch springen, machen schon richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob es stark ist. Ich persönlich habe damit nie Erfolg gehabt auf meinem Main-Account, weil ich hier nicht gelevelt habe. Ich weiß es nicht, aber es ist ja übel geil. Hier, wie auf ihren Schwein einfach. Es ist so geil. Ich fühle die Truppe irgendwie richtig. In Clash Royale ist ja auch eine sehr interessante Truppe, muss man sagen. Absolut krass. 100%. Und ich würde sagen, direkt der nächste Angriff. So, 1 Million Sterne Bonus. Nicht vergessen, das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, was wir hier nochmal oben drauf kriegen. Was wir noch machen sollten, vielleicht schon mal irgendwie Upgrades. Sekunde. Wir haben nämlich aktuell das Goldlager voll, deswegen würde ich sagen, wir hauen hier schon mal einen auf den Mortar drauf. Komm, einfach auf den Mortar. So, zack, Mortar, zack, Level 3, Level 4. Und komm, dann machen wir auch direkt hier beide Mortar schon mal Level 5. Alle drei Mortar, würde ich sagen, wenn wir schon dabei sind. 1000 Gems. Ey, es ist so dumm. Das war jetzt. Aber komm, Triple Mortar Max sieht schon geil aus. Ja, die nächste Truppe, die wir jetzt haben, sind Lakaien. Ich weiß, man macht das normalerweise nicht. Aber ich mache es. 100 Lakaien. Und zack, passt auf. Boom. Da kommen sie. Ey, das wird so geil werden. Ich liebe es jetzt schon. Schaut euch diese Armee an. So, Zauber dazu nehmen wir einfach den. Ja, der ist auch vergünstigt. Nehmen wir den Heal-Zauber wieder. Bei Lakaien kann man, glaube ich, nicht healen. Wir nehmen ja Blitzzauber mit. 100 Lakaien. Die Luftlevel ist relativ easy beieinander. Das geht. Zack, so. Reicht nicht aus. Oh, shit. Okay. Also, mein Plan ist folgender. Wir bringen erstmal Barbarenkönig und dann gehen wir mit Minions einfach rein. Die Luftabwehr ist hinten dran. Es passt. Ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren sollte. Es wird irgendwie klappen. Komm. Okay, Leute. Auf geht's. Wir haben zwei Finger. Mit zwei Fingern. Komm. Komm. Es muss einfach irgendwie klappen. Es muss irgendwie klappen. Es ist der dümmste Angriff. Es ist absolut pay to win. Es ist ohne nachzudenken. Wir haben Angst. Oh, ich bin aufgepasst. Ist hier hin? Hier hin? Richtig? Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das. Die berennen das einfach komplett. Es sieht so geil aus. Mein erstes Mal mit der Minion-Horde regelrecht. Und die überrennen komplett. Das ist zu schlecht. Das sind 100 Lakaien. Die kosten aber eine Menge dunkles Elixier. Ist wahrscheinlich eher nicht so zu empfehlen, aber es sieht so krass aus. So, Barbarenkönig gezündet. Der Tesser nervt noch ziemlich. Ich hoffe, dass die Lakaien das hinkriegen, aber ich glaube, die sind auch nochmal geboostet, davon auch nicht vergessen. Und ich glaube, wir waren auch nochmal ein Rathaus drüber von den Angriffen. Perfekt. Okay, also diese Kackgebäude in der Ecke, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will das zu faul, wir skippen das. So, zack, sehr geil. Und es geht weiter, wir haben noch einiges zu holen. Ich würde sagen, als nächstes machen wir mal die Zauberfabrik an, denn die müsste eigentlich auch hochgehen. Wir schalten den Wutzauber frei. Das wird richtig geil werden. Auf geht's, Wutzauber. Haben wir noch was drin? Nee, haben wir nicht, perfekt. So, dann würde ich sagen, Wutzauber, nee, hier weg, genau. Zack, 1, 2, 3. Brennen wir direkt ab. Und jetzt die Frage, mit was ist das geil zum Testen? Ich glaube, am besten ist eigentlich mit Loons. Only Loons. Let's go. Ganz ehrlich, wir nehmen jetzt einfach irgendein Dorf. Wir wollen einfach einmal das hier machen. Es ist wunderschön. Schaut es euch an. Und jetzt kommen zum ersten Mal die Wutzauber. Aufpassen. Bam. Oh. Es ist so laut. Ist egal. Muss man es durch. Oh mein Gott. Ey, also ohne Witz. Fühle ich. Das war's. Das waren alle Abwehrgebäude. Aber Wutzauber ohne Witz. Ich weiß nicht genau, was er beschleunigt. Ich glaube, nur die Angriffs- oder auch die Bewegungsgeschwindigkeit. Es gibt ja auch einen Beschleunigungszauber. Aber das ist krank. Das werde ich eine Menge Spaß mit haben. Okay, also der Barbar ist auf jeden Fall absolut motiviert. Junge. So, und damit 100%. Und ihr wisst, was noch fehlt. Vielleicht wisst ihr es vielleicht auch nicht, aber die spannendste Truppe, vielleicht die spannendste, ich finde sie richtig geil, ist zum Schluss immer aufgehoben worden. Wir haben natürlich in der Kaserne, wo haben wir es denn? Ach so, müssen die Kaserne erst upgraden, klar. Okay, ein Tag normalerweise, instant abgeschlossen. Wir kommen zum Drachen. Ich liebe die Drachen. Das ist eine richtig geile Truppe. Ist ziemlich teuer, aber können wir uns ja leisten. Auf geht's. Only Drachenangriff. 10 Stück. Direkt abschließen. 120 Gems. Komm, ich würde sagen, wir müssen die Kaserne ja so oder so upgraden. Bevor wir es jetzt irgendwie aufjammen müssen, wir machen erstmal das Elixierlager nochmal voll. So, zack. Ist nämlich deutlich smarter. Was wir nämlich jetzt machen, wir machen erstmal alle Kasernen hoch. Und dann müssen wir weniger Gems ausgeben, um dann die Upgrades zu machen. Und jetzt müssen wir nur noch 60 Gems zahlen. Perfekt. 60 Gems gespart. Ich würde sagen, welche Zauber ist am geilsten? Eigentlich Safe-Food-Zauber, 100%. Ich weiß nicht, ob die das schaffen können. Ich hoffe es. Die Luftabwehr ist relativ zentral. Wir müssen es halt einfach komplett reingehen. Es kann total dumm werden. Oh, die sind so laut. Die sind sehr, sehr laut. Okay, das ist krank. Das ist krank. Wir müssen direkt einen Wutzauber draufhauen. Oh mein Gott. Leiser, Hilfe. Oh, ich muss die Kopfhörer abziehen. Bei euch ist es nicht ganz so laut wie bei mir, nämlich. Aber das ist krank. Das ist krank. Das erste Mal Drachen. Komm, die müssen direkt überrennen. Hier, nächster Wutzauber. Nächster Wutzauber. Da ist einiges drin, da ist einiges drin. Die ersten Drachen sind schon tot. Da außen machen sie einen ganz guten Job, sehe ich. Da außen können wir vielleicht noch einen Barbarenkönig platzieren, aber die müssen das irgendwie schaffen. Die müssen hier die Luftabwehr, die ist ein Problem. Die ist weg, die andere, hier, nein. Hilfe, die Luftabwehr, ich fasse es nicht. Diese eine, die macht auch, wie viel Schaden macht die denn? Ja, die haut die Drachen schon gut weg, ne? Kacke. Jetzt, hier, der Drache macht's. Nein, oh mein Gott, ich glaube, ich hab verkackt. Das gibt's nicht. Der erste Drachenangriff geht direkt so schief. Also ich meine, die haben 50% geholt, so ist es nicht, aber ich glaube, dass diese eine Luftabwehr uns das Problem machen wird. Ah, kacke, das Schaden, oder? Wie, die, ah, der Schaden, ne?
Die ist halt auch echt gut geupgradet. Da sind 6 Raketen drin, sehe ich. Das ist krank, 70%. 3 Trachten sind noch am Leben, also vielleicht wird es sogar trotzdem noch mal schauen. Okay, 87%. Ganz ehrlich, ist in Ordnung, weil es nicht der beste Angriff, aber Drachen werden wir richtig viel Spaß mit haben. Geile Truppe. Okay, 4 Millionen Elixier. Ich würde sagen, erstmal Drachen hoch. Es ist halt sehr schwierig, wofür wir es ausgeben sollen. Dann, die Spells sind, glaube ich, auch immer gut, oder? Okay, Heilzauber auch instant hoch, würde ich sagen. Der geht auch relativ schnell, das ist gut. Der Wutzauber muss auf jeden Fall auch hoch, zack. Den machen wir direkt doppelt hoch, da sehe ich mich so, zack. 1,6 Millionen, komm, die restlichen kaufen wir uns einfach. 2 Tage und damit würde ich sagen, so viel zur heutigen Folge. Wir haben noch 87.000 Gems, die wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall ausgeben werden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Wir werden die nächsten Folgen sehr krass reinpacken, die Packers und das nächste Rathaus erreichen. Und der Free-to-Play-Account läuft ja auch noch, also schaut hier noch gerne im Abstand vorbei, da ist einiges verlinkt. Danke fürs Zuschauen, eine sehr geile Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl es sehr teuer war. Und ja, haut rein. Ciao.